Wunderschönen guten Morgen, Leute. Wow. Ich hoffe, es hat gut ins neue Jahr gestartet. Ich habe, während im Hintergrund der Frühlingsputz läuft und gerade meine Freundin die restliche Wohnung saugt, kurz Zeit zum Aufnehmen für euch. Und gleich mal vorweg, gab wieder viele Kommentare, die könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Ich weiß nicht, warum das im FM 2016 nicht funktioniert, dass ich raustabben kann auf YouTube selbst. Viele, viele Kommentare. Also Austria Salzburg, das ganze Projekt kommt generell besser an als der Football Manager 2015 jetzt. Eh klar, neues Ding, also wollen viele das alte nicht mehr sehen. Kann ich euch beruhigen, in Kürze ist der alte Football Manager aus und ab dann wird jeden zweiten Tag, wenn ich es schaffe, und so sieht es eigentlich aus, jeden zweiten Tag der Football Manager 2016 kommen. Zusätzlich dazu startet jetzt in Kürze die FIFA-Session mit dem Patrick. Da haben wir auch schon 4 Parts aufgenommen, also auf jeden Fall schon mehr als genug drin für euch. Gut, mir wurde auf jeden Fall gesagt, dass ich Kaufmann verkaufen soll. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut und wir müssen echt schauen, dass wir die Defensive irgendwie noch stärken. Ich habe nämlich schon gesagt bekommen, dass meine Taktik zum Scheitern verurteilt ist. Danke dafür. Könnte durchaus sein, ja, auf jeden Fall. Das Problem ist halt einfach, dass ich so aufgestellt habe, wie unser Spielermaterial ist, das heißt sehr offensiv. Ich muss so aufstellen, sonst setze ich starke Offensive auf die Bank, was nichts bringt. Durch diese finanziellen Probleme ist es halt so, dass wir einfach die eher schwächeren Spieler in der Defensive haben und da müssen wir halt jetzt wirklich ansetzen, dass wir das irgendwie besser hinbekommen. Ist leider nicht unbedingt so, wie ich es mir ausgesucht hätte, aber was soll's. Gut, ich bin noch ein bisschen heiser von gestern. Heute ist der 1. Jänner, an dem ich aufnehme. 4 Uhr ist es dann gestern doch geworden, also bin etwas fertig und müde. Aber gut, wie schaut es jetzt genau mit den Finanzen aus? Meine letzte Aufnahmesession ist schon ein bisschen länger her. Ja, Transferbudget haben wir ein bisschen was. Gehaltsbudget sind wir und 71 Euro im Minus, aber wir können da, na, wir können sogar ein bisschen was verschieben. Schauen wir mal, wie viel da 71 Euro sind. Dann machen wir einfach so. Dann schaut das Ganze ein bisschen freundlicher aus. 141 Euro in der Woche, das würde ich auch nehmen. Und dann müssen wir halt wirklich schauen, dass wir irgendwelche Spieler bekommen. Ich habe da welche angeboten bekommen. Ich muss kurz nochmal raustabben. Und zwar hat Austrian FIFA Maximilian Wöber vorgeschlagen. Den kenne ich überhaupt nicht. Wöber. Rapid Amateure. Ja. Deckung 11, Kopfballtechnik 13, Tackling 11. Ich würde da jetzt einfach mal probieren, ein Angebot zu machen zur Leihe. Und Gehalt, ich probiere es mit 0. Also sie wollen 50% des Gehalts, probieren wir es mit 20. Also sie wollen definitiv 50%. Die Frage ist, wie stark er im Vergleich dann wirklich ist, gerade wenn wir keine Kaufoption für ihn haben können, können wir ihn bis nächstes Jahr, nee, können wir nicht leihen. Wert hat er 38.000, wir könnten theoretisch versuchen, eine Kaufoption rauszuhandeln. Gehen wir, wenn er 38.000 wert ist, auf 100.000. 600.000 wollen die Kaufoption. Nicht besonders realistisch. Dann gehen wir mal auf 200.000. Ich meine, wenn er sich gut entwickelt, der ist erst 17. Ja, sie haben es abgelehnt. Dann gehen wir auf keine Kaufoption. 50%. Und ich gebe halt nochmal ein Angebot ab. Ob wir ihn dann wirklich nehmen, können wir eh noch schauen. Ich persönlich würde jetzt einfach mal schauen, dass wir weiterhin abwarten. Wir haben erst den 4. Juli, das heißt noch 2 Monate Zeit, um Spieler zu verkaufen und Geld zu bekommen. Und dann werden wir eh sehen, wie das Ganze hier laufen wird. So, er sieht hier auch keine Zukunft, das passt genau, also er möchte jetzt selbst auch gehen. Wie sieht es mit der zweiten Mannschaft aus? Wir haben hier Spiel gegen den SC Leogang und da geht es jetzt vor allem um die Spielpraxis natürlich. Da haben wir viele, die auf der Tribüne sitzen und hier, ja, haben wir wen mit der Bank, den tun wir mal runter. Generell Spieler, die auf der Bank sitzen, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Brauchen nicht unbedingt Spielpraxis, die kriegen sie jetzt in der ersten Mannschaft auch.
So, ich lasse das jetzt einfach mal so. In der Vorbereitung ist das mit der Spielpraxis ja noch nicht ganz so tragisch. Sebastian Mann zu Austria Salzburg. Das ist natürlich auch noch cool und das Angebot würde auch akzeptiert werden. So, Angriffsspiel. Ah ja, ich habe noch einen Kommentar bekommen wegen dem Training. Ich soll auf jeden Fall schauen, dass wir die Intensität bei der Fitness nicht zu hoch machen. Hauptfokus vor dem Spiel gegen Kapfenberg ist die Spieltaktik für mich. Und wir gehen auf Fokus. Gehen wir mal auf. Was machen wir hier noch? Ja, sonst gehen wir vielleicht mal auf die Offensive. Fokus Offensive und im Teambuilding. Auch hier Offensive und wenn wir wirklich sehen, dass defensiv nicht funktioniert, dann nehmen wir mal wieder die Verteidigung. Hier gehen wir bei der Intensität auf hoch, da gehen wir auf normal. Den Tipp habe ich auch bekommen, dass ich da einfach schauen muss, dass ich nicht zu hoch die Intensität ansetze, weil wir sonst einfach Probleme haben werden mit der ganzen Fitness und so weiter. Beziehungsweise Verletzungshäufigkeit, das ist natürlich der Hauptpunkt. So. Da hätten wir jetzt Wöber. Ist die Frage, ob wir ihn annehmen sollen. Jetzt schauen wir uns nochmal die Fähigkeiten an und wir vergleichen ihn mit unserer aktuellen Innenverteidigung. Mit Varusek ist natürlich vom Vergleich her ein bisschen. Ja, aber er ist gar nicht so viel schwächer. Deckung, okay. Kopfballtechnik ist er sogar besser. Tackling ist ein bisschen schlechter. Passen kann er halt überhaupt nicht. Da ist er wesentlich stärker. Da könnte man bei ihm sogar auf Ball spielender Innenverteidiger gehen, weil die Pässe kriegt er ganz gut hin. Steht hier eigentlich nicht. Okay. Wir könnten ihn mit Felix Husberg vergleichen. Den haben wir ja aktuell auf der Position. Vergleich mit Felix Husberg. So. Und da ist Felix Husberg ja in der Kopfballtechnik nicht so stark, aber ansonsten. Er ist halt wirklich so ein, ich glaube, Monoskiller hat man das immer wieder genannt, der halt gewisse Fähigkeiten sehr gut kann und dafür andere überhaupt nicht. Wobei wir da auch viel noch nicht gescoutet haben. Das kann natürlich auch noch der Grund sein, aber da ist auch Felix Husberg wesentlich stärker. Ich würde Wöber ja gerne holen, aber nur mit Kaufoption oder gleich kaufen. Und das ist das Problem, das ist hier jetzt nicht möglich. Ich verschiebe mal um eine Woche und dann warten wir noch ab, ob sich noch was tut bis dahin. Aber ja, hundertprozentig interessant ist das dann so irgendwie nicht. So, gut. Sebastian Mander, dauert das ja noch, bis der da ist, glaube ich. Oder? Ich habe ihn jetzt zumindest nirgends gesehen. Kaufmann steigt wieder voll ins Training ein. Na, ganz wichtig. So, Vereinen anbieten für 500.000. Das wäre für uns ja eine unglaubliche Summe. Burkhuber soll eine Ausstiegsklausel beinhalten. Seine Zukunft liegt bei diesem Verein, sage ich mal. Auch wenn er eine Ausstiegsklausel hat. Das ist auf jeden Fall. Ja, sollte klar sein. Gerade so junge Spieler müssen wir auf jeden Fall länger behalten. Keine Angebote für Kaufmann, das ist wahnsinnig ärgerlich. Hier haben wir wieder einen Offensiven, den wir nicht brauchen. Und Sebastian Mann ist anscheinend doch da. Gehen wir auf die automatische Auswahl. Zwei neue Spieler, die fügen wir gleich hinzu. Und. So. Da haben wir eh Sebastian Mann. Ich weiß gerade nicht, warum ich den übersehen habe. Der wird mir natürlich auf der DM-Position auch wahnsinnig gut gefallen. Die Frage ist, wie gut Simic da ist. Ja, da finde ich Kaufmann. Da finde ich Sebastian Mann sogar stärker. Kommt natürlich darauf an, was wir für diese Position wollen. Er ist beim Passen ein bisschen schwächer, dafür ist er Tackling stärker. Weitschüsse hat er drauf. Dribbeln und Ballannahme ist er besser. Und auch hier Flair, Führungsqualitäten, Konzentration, Mut. Das ist halt alles schon sehr cool. Aggressivität ist wesentlich niedriger. Ist aber auch nicht schlecht, gerade für die Position, die ist halt ziemlich gelb gefährdet. Tiefer Sechser. Ja, wir werden es mal probieren. Ich werde ihn dann da einfach einwechseln. Dann schauen wir mal. Wie schaut es mit Reifelsheim aus und den Fähigkeiten? Aggressivität. Ja. Ist auch nicht so der Hammer. Ja, die Defensive ist echt noch ein Riesenproblem, aber woher sollen wir Geld bekommen? Das ist das große Problem. Solange wir da vorne niemanden loswerden, Katnik ist unzufrieden, ja dann geh doch endlich. Vereinen anbieten, probieren wir es nochmal. 170.000.
Haben wir einen Sportdirektor? Ich glaube, wir haben hier jemanden geholt, oder? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ein Sportdirektor, so ist es. Dann gehen wir mal bei den Aufgaben rein und schauen, dass der die Spieler los wird, die wir zum Transfer anbieten. Gerhard Stöger. Und zur Leihe, das mache ich lieber selbst. So. Ich will mir nämlich aussuchen, wo die hingehen, ganz klar. Und dann gehen wir jetzt in der Mannschaft. Das sind sogar Vereine interessiert. Das ist eh nicht so schlecht. Gehen wir jetzt einfach auf zur Liste nicht gewollter Spieler hinzufügen. Und zum halben Markt, das ist halt schon heftig. Aber wir müssen ihn loswerden. Er wird ihn hoffentlich höher anbieten. Schauen wir mal. Lukas Katnik werden wir. Warum den halben? Ist auch ein bisschen heftig. In den halben Marktwert. Sell for asking price. 170.000, ja, das wäre okay. Probieren wir es so. Ich weiß gar nicht, ob ich sonst noch wen vergessen habe, den wir auch noch verkaufen wollen. Katnik haben wir auf der Liste. Ihn haben wir auf der Ausleihliste. Ob wir den noch loswerden, ist die Frage. Leihangebot 100% des Gehalts. So können wir ein bisschen Gehaltsbudget einsparen. Das wäre auch schon eine Riesenhilfe. So. Vereinen anbieten. Um 30.000 und als nicht benötigt markieren. Das ist auch ganz wichtig. So. Cater, probieren wir es auch noch einmal. Da gehen wir auf um jeden Preis verkaufen. Ich finde den einfach nicht gut, muss ich echt sagen. Ich weiß nicht, ob der in echt spielt. So stark habe ich die Austria nicht mitverfolgt, muss ich gestehen. Da gehen wir auch einfach auf loswerden, wirklich. Es ist teilweise halt echt schwierig. Zur Liste nicht gewollter Spieler und um jeden Preis verkaufen. Die haben von den Fähigkeiten einfach nicht wirklich was drauf. Ist halt so. Markus Wallner, der wäre natürlich kein schlechter Spieler. Ist halt auch die Frage, ob man den nicht verleihen, Vereinen anbieten. Ne, zur Leihe und natürlich 100% des Gehalts. Schauen wir mal. Austria Salzburg gegen den Chemnitzer FC. Da haben wir keine Angebote für 5 Spieler. Da bitten wir jetzt mal um Kontaktaufnahme. Sieht auch keine Zukunft hier. Das passt eh perfekt. Die sehen alle keine Zukunft bei uns. Sind wir so schlimm? Rückennummern müssen festgelegt werden. Hier haben einige noch keine. So, Cater. Vollkommen egal. Mario Rumbold. Die 25. Sebastian Mann. Die 28 und die sind mir egal. Fabian Eder, die 29. Ja. Jetzt kein wichtiger Spieler neu gekommen, kein wichtiger Spieler, der noch eine Nummer bräuchte. Also ist das schon okay. So, jetzt wird mal gespeichert und ja, sicher ist sicher. Also, wie gesagt, ich versuche jetzt auf jeden Fall jeden zweiten Tag ein neues Video hochzuladen. Ich hoffe, dass sich das ausgeht. Sollte aber auf jeden Fall klappen. Also, ich bemühe mich da wirklich. What? Hängt gerade. Passt. Wir haben anscheinend ein Angebot bekommen. Wir veröffentlichen die. Ah, hier, Ettel. Für 61.000 ist sein Wert. Ablösesumme 0. Das ist ein bisschen wenig. Also, ist anscheinend auch nicht verhandelbar. Grundsätzlich, wie viel hat denn der Gehalt? Der hat einen Wert von 61.000. Wieso? Also herschenken möchte ich den eigentlich nicht. Hat ein nicht verhandelbares Angebot abgegeben. Ja, dann gehen wir es ablehnen. Hält das Angebot für nicht gut genug. Herschenken muss ich nicht unbedingt, weil wenn man sich das anschaut, er hat ein Gehalt von 325 pro Woche. Das ist nicht so tragisch, finde ich. Was jetzt für uns natürlich auch wichtig ist, ist, dass wir schauen, Verteidiger zentral, Ausleihstatus gehen wir da mal weg. Wir gehen auf Vertragsstatus. Das heißt, das sind die mit den abgelaufenen Verträgen, Nationalität österreichisch.
So, dann gehen wir auf die allgemeinen Infos. Und da gehen wir mal nach dem Alter ordnen, nach ein paar Österreichern. Vielleicht kennen wir da wen, ich habe keine Ahnung genau. Daniel Gramann? Der kommt mir voll bekannt vor. 28 Jahre alt. Wir brauchen auf jeden Fall Verstärkung finden. Pascal Zisser? So, gehen wir gleich einen Scout-Bericht anfordern. Das wären nämlich Spieler, die haben Amateurverträge teilweise. Die würden wir relativ günstig kriegen. Stefan Kammerhofer vom GAK. Keine Ahnung, wie gut der ist. Schaut aber auch gerade mental von den Fähigkeiten her nicht schlecht aus. Thomas Kral, der sagt mir auch was. 25 Jahre alt. War der nicht bei Wiener Neustadt? So ist es. Der wäre auch keine schlechte Neuverpflichtung. Das sind natürlich ablösefreie Spieler und da kann man durchaus schauen, dass man da jemanden holt, der uns weiterbringt. Vom Alter her sind wir da schon bei 30, also zu alt will ich auch nicht werden. Sasa Stefanovic, keine Ahnung, wer das ist. Tun wir mal weg. Kennt ihr da noch jemanden? Ibrahim Erbeck, der hat ja nicht mal bei Lustenau oder so gespielt. Ne, das war Harun. Doch, FC Lustenau. Bin ja doch nicht so schlecht. Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwie interessiert sind, weil die haben Amateurverträge, ob die überhaupt noch als Profis spielen wollen, das ist die andere Frage. Gut, nächster Part ist dann Freundschaftsspiel gegen Chemnitz. Ich wünsche euch was. Bis gleich.